Beim Konversionsprozess in Heidelberg sollte das Großthema Umwelt- und Klimaschutz einen wichtigen Anteil an der Entwicklungsplanung der Flächen haben. Dies fordern mehrere Interessengruppen, darunter auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Heidelberg. Der Stefan Klimaschutz Pucher für vom den BUND Konversionsprozess. erklärt. Der Klimaschutz spielt für mich im Konversionsprozess eine ganz wichtige Rolle, wie überhaupt in allen Bereichen des Lebens, denn der Klimaschutz ist eine zentrale Maßnahme, um unser Überleben und unser Leben auf der Erde in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten so zu gestalten, dass es uns hier weiterhin gut geht und dass wir eine solche Lebensqualität haben können, weiterhin, wie wir das ja in Heidelberg auch sehr genießen. Im bisherigen Planungsprozess sei das Thema Umweltschutz jedoch nicht so eingeflossen, wie die Stadt dies ursprünglich in Aussicht gestellt habe. Das wird seitens des rund 1500 Mitglieder umfassenden Naturschutzvereins bemängelt. Dabei böte gerade der Konversionsprozess viele Möglichkeiten, den Umweltschutz in die Gestaltung der Südstadt mit einzubeziehen. Beim BUND trifft man sich regelmäßig in einem Arbeitskreis, um die Kommunalpolitik in Heidelberg kritisch zu begleiten und um Ideen für eine umweltgerechte und nachhaltige Stadtpolitik zu entwickeln. Auch die Südstadt ist hier derzeit Thema. Stefan Pucher erläutert gegenüber Stadtfernsehen, wie der Klimaschutz in den Konversionsflächen der Südstadt aussehen könnte. Da möchte ich zwei Beispiele nennen. Das sind einmal die Gebäude, die natürlich in der Form gedämmt werden müssen, dass sie einen möglichst guten Dämmstandard haben, dass sie einen möglichst guten Energiestandard generell haben und dass die Menschen, die dort leben, eben auch in Zukunft, auch wenn mal die Energiepreise wieder steigen, nicht einen so hohen zweiten Mietbeitrag haben, dass sie darunter zu leiden haben. Der zweite, der wohl auch der umstrittenere ist, ist der, dass man im Bereich Verkehr viel erreichen muss. 25% unseres CO2-Ausstoßes, unserer Klimagasausstöße, gehen auf den Verkehr zurück. Und daher ist es dort auch möglich, dass man den Verkehr, den motorisierten Individualverkehr, das heißt die Autos, möglichst aus dem Gebiet herauslässt. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen wird der öffentliche Verkehr stärker angenommen. Zum anderen bleiben die Freiflächen mehr den Menschen erhalten. Sie können dort mit großer Lebensqualität leben. Die Kinder haben Flächen, auf denen sie spielen können. Und das ist also sowohl für Klimaschutz als wie auch für Lebensqualität ein sehr positiver Effekt, wenn man ein solches autoarmes Quartier plant. Der BUND zeigte sich besonders enttäuscht über das letzte Bürgerforum zur Südstadt vom 22. Oktober 2013. Aus der Sicht der Organisation wurden die Ideen des Heidelberg-Arbeitskreises zum Masterplan 100% Klimaschutz nicht ausreichend in die Planungen übernommen. Stattdessen wurden viele durchaus gute Vorschläge von den Experten als abwegig und undurchführbar einfach verworfen. Die Stadt scheint es mit dem Masterplan nicht ganz so ernst zu nehmen, sagten Pucher und sein BUND-Kollege Franken. Dazu Hermann Franken, Mitglied des Arbeitskreises Kommunalpolitik vom BUND. Unsere Kritik richtet sich dahingehend, dass wir das Gefühl haben, die Vorschläge, die Maßnahmenvorschläge, die die Bürger bisher gemacht haben, dass sie nicht ausreichend in den Planungsprozess einbezogen worden sind, dass man sie praktisch auf die Pinnwände gepinnt hat, dass man einen Teil in den Themenspeicher gesagt hat und dass die Fachleute nachher hingegangen sind und praktisch diese ganzen Vorschläge ja abgewiegelt haben und gesagt haben, das geht nicht, ist zu teuer, lässt sich technisch nicht durchführen und so weiter. Und wir plädieren einfach dafür, wenn man jetzt sagt, wir hören euch an, dass man zumindest, wenn man sagt, wir können das nicht machen, dass man das den Leuten zumindest begründet und sagt, warum es nicht geht, ob es technische Gründe sind, ob es finanzielle Gründe sind. Welche Vorschläge der Ideensammlung zum Masterplan könnten eingebunden werden? Hermann Franken nennt die wichtigsten. Das wäre der Vorschlag M01, ein autofreies Quartier auf den Konversionsflächen. Die CO2-Bilanz, Verkehr für geplante Investitionen, Entscheidungen, das könnte sich dann insbesondere beziehen auf die Römerstraße. Und dann eine wichtige Geschichte ist noch die City-Maut, um also insbesondere den Durchgangsverkehr und auch den Zielverkehr einzudämmen. Der BUND Heidelberg hofft, dass der Umweltschutz künftig bei der weiteren Entwicklung der Südstadt entschieden mehr Beachtung findet. Man werde dranbleiben, betonten Franken und Pucher.
Wer sich über die Ideen und Vorschläge des BUND zur Gestaltung der Konversionsflächen der Südstadt informieren möchte, der kann sich direkt an das Büro der Organisation im Welthaus Willy-Brandt-Platz 5 in Heidelberg wenden.